So Leute, wie versprochen, wer die letzten beiden Videos von mir gesehen hat, zumindest was News betrifft, keine Reactions über irgendwelche Comics, Parodien und so weiter, auch wenn ich mich hier freuen würde, wenn da jeder einschalten würde, wäre natürlich eine geile Sache, möchte ich euch heute die Spoiler-Story für Season 19 mit auf den Weg geben. Wie gesagt, wer das nicht wissen will, sollte sich das Video von gestern um die neuen Fähigkeiten der Legende Malevolent nicht reinziehen. Die Fähigkeiten sind allesamt extrem genial, extrem interessant und ich glaube nach wie vor, das habe ich gestern auch schon gesagt, ohne einen Spoiler rauszuhauen, ich glaube fest, dass Conduit aus den Gamefiles entweder verschwindet oder Malevolent und Conduit dieselbe Legende sind, nur wurden die Fähigkeiten geändert, Name, keine Ahnung, aber oder vielleicht kommt Conduit doch später, aber in Season 19 erwarten wir endlich wieder eine neue Legende, nicht so wie in Season 18. Und da muss einfach eine Hammerlegende kommen. Conduit ist alles andere als interessant, finde ich, gewesen laut Gamefiles. Die meisten von euch würden das wahrscheinlich bestätigen, wenn ihr euch noch an die Fähigkeiten erinnert. Oft genug wurden sie jetzt geleakt, auch von mir mindestens zweimal. Und ich finde es schön, wenn es eine neue Legende wird. Und wir fangen jetzt mit dem Spoiler einfach mal an. Und ich glaube fest, dass Respawn klar war. Es muss in Season 19 ein fetter Hammer passieren, weil es werden immer mehr Spieler das Spiel verlassen. Weil Season 17 kacke, Season 18 kacke, Ranked kacke. Keine neue Legende, keine neue Waffen und so weiter. Es muss Season 19 Hammer kommen und Conduit war langweilig. Das muss man einfach mal sagen, um das jetzt nochmal abschließend zu betonen. Und diese neue Legende mit der Story, das ist einfach unfassbar. Fähigkeiten richtig geil, wie diese Legende in die Apex Games findet und mit wem sie irgendwie verwandt, bla, hin und her. Folgt jetzt, Spoiler, ab jetzt. Ansonsten solltet ihr wegschalten, aber das ist wirklich der absolute Knaller. Also Malevolent ist die Tochter von Octane und Lifeline. Wie gesagt, die Fähigkeiten, zieht euch das Video von gestern nochmal rein, sie sind etwas Lifeline-lastig. Nicht extrem, aber ein Stück weit schon. Octane kannst du da leider gar nicht rauslesen. Und jetzt möchte ich euch sagen, wie die Tochter von Octane und Lifeline ins Spiel findet. Das habe ich im vorgestrigen Video schon gesagt und jetzt gibt es aber mehr Hintergründe. Ich blende euch das gerne mal zu dem Post ein und auch gestern zu den Skills habe ich nochmal gesagt, dieser Post ist wieder aus dem Netz verschwunden. Ich weiß nicht warum, ob da vielleicht jemand dolle Hauer gekriegt hat. Ich habe es aber rechtzeitig gescreenshottet und das bekräftigt auf jeden Fall die Tatsache, dass das kein Fake sein soll. Also, die Tochter aus der Zukunft stand jetzt Season 18 oder von mir aus Season 19, 20 Jahre in der Zukunft, gibt es die Tochter von Lifeline und Octane und sie klaut die Technik von Lifeline und modifiziert sie, um Bösartiges damit zu machen. Soweit die ersten 1-2 Zeilen. Sie findet raus, dass sie mit dieser neu kreierten Fähigkeit, irgendwie ist sie dazu gekommen, dass sie damit Zeit reisen kann. Und jetzt kommt dieser kleine Twist zu Titanfall 2. Dort gibt es irgendwie so eine Art Zeitreisehandschuh. Kenne ich mich nicht aus. Ich habe es nur kurz gegoogelt. Mensch, ich habe auch noch was vorbereitet. Völlig vergessen. So scheint das Ding wohl in Titanfall auszusehen. Scheinbar hat sie mit der Technik von Lifeline das nachgebaut. Hat es irgendwie rausgefunden, hat es nachgebaut und hat rausgekriegt, dass sie damit halt Time Travels, also Zeitreisen machen kann und reist zurück, 20 Jahre zurück, um an den Apex Games teilzunehmen. Und es gibt nämlich einen richtig guten Grund, warum sie dies tut. Sie wurde, Achtung, und das ist eigentlich schon wieder ein kleines Drama, weil Lifeline ist eine coole Legende, Octane ist eine coole Legende, aber sie sind wahrscheinlich sehr, sehr lange mit den Apex Games in den nächsten Jahren noch beschäftigt, dass es nur Sinn macht, sie scheinen schlechte Eltern zu sein. Denn sie reist zurück, um diese Konkurrenz zwischen Lifeline und Octane zu verhindern, die dafür verantwortlich ist, dass Malevolent, quasi die Tochter, vernachlässigt wird. Sie sind in den Apex Games, sie konkurrieren, wollen immer besser als der andere sein und durch diesen absolut heftigen, krassen, sturköpfigen Konkurrenzkampf zwischen den beiden, obwohl sie ja scheinbar ein Paar sind, auch wenn ich gedacht hätte, dass Octane und Watson zusammenfinden, muss ich ganz ehrlich sein, hätte ich die beiden jetzt als Best Friends nur gesehen, wahrscheinlich Best Friends mit Benefits, ich habe keine Ahnung, und irgendwie ist ein Unfall passiert, auf jeden Fall vernachlässigen die ihre Tochter und sie reist in die Zeit zurück, um dies irgendwie zu verhindern, entweder zu verhindern oder dass die in Harmonie miteinander irgendwie together sind, ich kann es euch nicht so genau sagen, aber das sind die Fetzen, die wir aktuell in den Gamefiles haben und das finde ich eine absolut geile Story und vor allen Dingen bin
ich gespannt, wenn es denn tatsächlich so kommt. Wir müssen es trotzdem mit Vorsicht genießen, weil das ist schon sehr krass, aber es passt irgendwie zu Apex Legends. Und ich hoffe, das habe ich auch im Video am Freitag schon gesagt, ich hoffe irgendwie, dass das so eine geile Überleitung vielleicht in Season 20 oder 21 zur Story von Horizon, dass es da eine Überleitung gibt, weil Horizon versucht ja nach wie vor, das habe ich da am Freitag auch schon erzählt, versucht ja irgendwie einen Weg zu finden, an ihren Sohn wieder ranzukommen, der ja schon seit zig Jahrzehnten tot ist, weil sie halt im Weltall, schwarzes Loch, Zeit ist da so gut wie nicht vergangen und in diesen paar Minuten, die sie dem schwarzen Loch zu nahe kommt, ist auf der Erde oder keine Ahnung auf welchem Planeten, Olympus oder weiß der Geier was, ist, Olympus ist nur die Map, der Planet heißt anders, das ist mir völlig bewusst, ich weiß noch nicht wie. In dieser selben Zeit ist aber auf diesem Heimatplaneten die Zeit eben um Jahrzehnte vergangen. Und da ist halt der Sohn gestorben, die ganze Familie, alle Freunde, alle weg. Und sie versucht halt einen Weg zu finden, irgendwie an den Sohn wieder ranzukommen. Vielleicht kommt dadurch dieser Zeitreisehandschuh in dieses aktuelle Zeitalter. Horizon kann irgendwie in die Vergangenheit zurückreisen, findet ihren Sohn wieder, holt ihn vielleicht in die Apex Games, irgend sowas richtig Krankes, irgend sowas richtig Geiles. Und ich denke, dass dies richtig geil zu Apex Legends passt und vor allen Dingen bin ich gespannt auf die Umsetzung für die Stories from the Outlands Trailer. Und das ist genau der Punkt, wo ich nochmal sage, wer nicht gespoilert werden will, respektiere ich. Deswegen spoilere ich das nicht im Text, nicht im Thumbnail oder sonst irgendwo, denn ich glaube, es ist auch geil. Ich würde es auch geil finden, wenn ich es nicht durch irgendwelche News zufällig rauskriegen sollte, wenn ich kein YouTube machen würde, dann würde ich auch sagen, jetzt kommt auf einmal ein neuer Trailer und dann passiert das und du denkst dir, WTF, ist das eine krasse Sache. Das ist, glaube ich, ein richtig cooler Moment. Wer sich jetzt natürlich spoilern hat lassen, ist natürlich selber schuld. Ich habe genug gewarnt, denke ich, sollte klar sein und jetzt bin ich gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr weiterhin am Start bleibt, auch meine Reactions guckt über die funny Comic Parodien und so weiter. Auf jeden Fall abonnieren, kommentieren, Daumen da lassen, alles und so weiter, dass mein Kanal weiter steil geht. Hoffe ich doch. Also, ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.